Hallo zusammen. Wir machen heute wieder ein kleines Update aus dem Weinberg, weil ihr seht, seit dem letzten Mal ist richtig viel passiert. Als wir das letzte Video vor circa einem Monat gemacht haben, sah es ja noch aus wie im Winter. Wir hatten ganz, ganz kleine Rebknospen und jetzt sind die Reben schon super hoch gewachsen. Es war Feuchtigkeit da, zwar noch nicht so viel, wie wir uns wünschen, aber es hat halt geregnet, es wurde super warm und dadurch war halt im vitalen Boden alles da, was die Rebe braucht zum Wachsen. Und es ist nicht nur so viel passiert, dass sie gewachsen sind, sondern wie ihr hier sehen könnt, sind auch die Trauben schon fast fertig mit der Blüte. Also hier, die sind noch mittendrin, aber wir sind jetzt wirklich schon so, ja, in der Endphase. Und es gibt so eine Faustregel unter uns Winzern, dass wenn die Blüte zu Ende ist, ist noch circa 100 Tage bis zur Weinlese sind. Also, ihr könnt schon mal zählen, wenn es das erste Update aus der Weinlese 2021 gibt. Und die Arbeiten, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, waren natürlich ausbrechen, damit wir eine super luftige Laubwand bekommen und das Heften, dass die Reben auch schön gerade nach oben wachsen. Und wenn euch das interessiert, wie das Thema Heften funktioniert, dann schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns einfach eine Direktmessage und dann machen wir das.